Ey, nachts, ne, auf so einer Map, das ist so hardcore. Ja. So, wir sind hier auch gleich schon bei der Gabelung. Dann sind wir aber diesmal ein ganzes Stück gelaufen, ey. Sind gut vorangekommen. Aber trotzdem, ich raff das mit der Map echt nicht. Ich meine, ich habe jetzt diese zwei Flecken da und mehr aber auch nicht. Vielleicht ist auch ein Pack, weiß ich nicht. Ey, die Flare Gun ist so ultra geil. Oh ja. Okay, dann Attacke. Oh, ich habe sie noch im Inventar. Ja gut, okay. Brauche ich trotzdem Schießbogen. Ja, die Flare Gun geht ja nicht kaputt, ne? Sondern nur die Munition sozusagen. Ja, aber ich brauche trotzdem, glaube ich, das gleiche, als wenn ich eine neue machen würde. Ich dachte, das wäre ein bisschen weniger zumindest. Ne, ich glaube nicht. Leider nicht. Uha, hier gehen die Hardcore-Riesenviecher ab, ey. Egal wie sehr du Uhu haben willst, Klaus hat Kleber. Ich bin gerade trotzdem überlegen, Alter. Ich meine, die Gabelung, ja, ist ja schön und gut, aber gehen wir gerade an der Dings in die richtige Richtung? Ich hoffe. Ich weiß es nicht, also ich bin jetzt zu dir gekommen, ich dachte eigentlich, es wäre die andere Richtung. Spätestens wenn wir sterben. Ja. Nee, aber das hier sieht echt nicht. Sonst lass mal einen Meter nach oben gehen und gucken, wo diese Airdrop ist. Ja, aber die wechseln ja irgendwann. Achso. Oh, ich bin gerade runtergefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der blaue Turm stand, wenn man bei uns von der Base kam. Ja, das weiß ich auch nicht. Das sollte man sich vielleicht mal merken bei Gelegenheit. Das wäre echt nicht verkehrt, ey. Hier ist nämlich noch mehr Wasser. Ja, eben. Also Wasser ist nicht gleich Wasser, aber es wird hell. Das ist die gute Nachricht. Das ist schon mal sehr gut, ey. Verfranst. Ein paar Sekunden später. Also Base ist auch so unauffällig, ne? Also das. Ja klar. Das war ja der Plan. Ja, so im Nachhinein betrachtet war es, glaube ich, nicht der beste Plan. Alter, das ist Spinosaurus. Hast du mich gerade angekackt? Klar. Schäm dich. Durfte ich etwa nicht? Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, ich glaube, ich auch. 12 Sekunden später. Alter, die kämpfen wirklich. Einer von den beiden geht gleich drauf und dann grasen wir den ab. Okay. Ich hoffe mal, der T-Rex geht drauf. Ich hoffe auch. Aber ich glaube schon, der T-Rex hat ja eigentlich keine Chance gegen so einen Bronto, oder? Keine Ahnung. Oh, jetzt ist mir auch einer. Mir ist da was weggefallen. Ist so was, dass man dem Damen feucht. Genau. Nein. Mehr. Hey, ich hatte echt gerade kurz die Hoffnung, dass ich weiß, wo lang. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Echt? Ja. Okay. Das wäre schon mal gut. Ich meine, dass der T-Rex, der uns vorhin verfolgt hat. Ich glaube, wir müssen hier gleich links und dann. 1 Minute 37 Sekunden später. Ein Cockslap warte ich noch und dann. Sehr gut. Aber daran merkt man schon mal, dass beide extrem heftig drauf sind, ne? Ja, klar. Oh nein, ich habe mein Speer kaputt gemacht. Ja, bist du sicher, dass wir hier rechts müssen? Nein, bin ich nicht. Klopfst du in den Arsch, ey? Normal. Ich guck mal, was man für die Metallaxt bräuchte. Oh Gott, hier gibt's auch Barren.
Ein Barren, ein Mutt und ein Heid. Okay. Und für die Picke das gleiche. Oh, mein Energy ist fertig. Aber erstmal müssen wir einen Weg finden. Ich glaube, hier sind wir echt nicht ganz richtig. Ich glaube, wir müssen links laufen, Junge. Hier, da ist die riesen Felswand, wo wir fast runtergefallen wären. Okay. Ich komme mit. 20 Minuten später. Ich glaube, wir sind hier richtig. Okay. Ich glaube schon ein kleines bisschen. Also zur Not müssten wir halt an der Küste da hinten einmal außen rum gehen. Na, ja, viel Spaß, ey. Da Nein. baue ich mir lieber ein Bett auf und mache Fast Travel und verliere all meine Sachen. Alter. Ja, da toll. Ein Bett, ein Schlafsack. Aber dann war ja der ganze Weg umsonst. Aber nee, Mann, wir hatten nicht so einen großen Berg und so ein Shit hier. Also, was wir aber auch hatten, wir haben den blauen Turm, meine ich, auch gesehen die ganze Zeit. Naja, also ich finde, das beste Indiz ist, ich sehe den Airdrop, den du vorhin looten wolltest. Wer ist das hier? Wo steckst du denn schon wieder? Ich kille Gradinos. Ah ja. Okay, und ein Dodo. Ich laufe jetzt zum Airdrop und guck mal das an, ey. Irgendwann später. Ist das gerade neblig geworden? Habe ich auch schon die ganze Zeit hier. Jetzt sehe ich den Airdrop aber auch nur noch ganz gering. Aber sind wir wirklich so weit gelaufen? Keine Ahnung, ne? Ja. Irgendwie halt falsch, ne? Mm. Ja, durch diesen verkackten Nebel. Ja, macht's nicht leichter. Ja. Gut, die Karte bringt einem schon mal gar nichts. Nee, die Karte ist so unnütz. Inzwischen. Oh, ich verhungere gerade. Ja, ich sammle schon immer ein bisschen Bären nebenbei. Ja, mache ich jetzt aus der Not heraus. Komm schon. In der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Werde ich wohl oder übel machen müssen jetzt, ja. Fliegen essen? Beides. Oh, jetzt bin ich dehydriert auch noch. Ja. Und den T-Rex. Kühle nass. Ein T-Rex. Fuck. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Junge. Da hat jemand eine riesen Wasserleitung gelegt. Hier liegt ein Ei. Ja, nimm mit. Ich habe ein T-Rex-Ei gefunden. Ja, nimm mit. Jetzt bin ich überladen. Oh fuck, Alter. Werf das Ei weg. Nee, Mann. Alter, ich werf jetzt Steine raus. Scheiß drauf. Ja, mein Gott, Steine, ey. Komm schon, Junge, lauf. So, jetzt schnell zum Mist trinken, okay. Das hätte ich schon mal. Jetzt brauche ich Beeren. Ja, ich kriege die ganze Zeit nur welche, die man nicht essen sollte. Oh, fuck. Ich futter alle, außer die Narkobären. Sehr gut. Ja, scheiße, ey. Ich glaube, wir finden das nicht mehr. Doch, müssen wir.
Ich hab T-Rex-Egg. Nein! Das hat auch eine so eine Verfallszeit. Ja, ich. Das ist halt die Frage. Das letzte Mal, als ich so ein Ei gefunden habe, ist das die Frage, ob das dann schlüpft. Ich glaube nicht. Was Kollege Stego? Also du siehst den blauen Turm, ja? Ja, also da will ich jetzt auch nicht unbedingt so weit von weggehen, weil. Nee, aber dann könnten wir uns da irgendwie treffen oder so. Ja, aber beim blauen Turm sind wir auch noch nicht ganz richtig. Den blauen Airdrop jetzt. Tja, das ist die Frage, ey. In irgendeine Richtung davon müssen wir. Sehe ich einen anderen Airdrop, der relativ dicht dran ist. Der könnte das vielleicht sein. Ich denke mal, der ist schon weg, den wir meinen. Ja, ich weiß nicht. Der braucht ein recht hohes Level. Und manchmal ist er nur scheiße. Vielleicht hat ihn einfach keiner gelootet. Manchmal sind die verbuggt und bleiben. Ja, das kann ja was werden, nicht? Also, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, ich hab's. Eine Stunde später. Alter, mir reicht das mit dem Hunger. Ich setze mich jetzt erstmal hin und mache ein Lagerfeuer, glaube ich. Ich habe keine Lust mehr. Ja, echt. Was ist das zum Kotzen? Was brauche ich denn? Zwei Holz. Komm schon. Ja Mann, ich bin gleich da. Ich bin jetzt bei diesem, bei der Base mit dem riesen Tor. Honey, I'm home. Ich muss gleich auch erstmal alles reparieren, Alter. Wobei Pickaxe kann ich jetzt schon reparieren. Holz. Und Attacke. Ja, Mann. Jetzt noch ein paar Beeren, um das zu überleben. Damit ich nicht in Ohnmacht falle vorher. 2 Stunden später. Okay, erstmal den ganzen Scheiß ablegen. Wobei, ich mach schon mal die Kompasse. Kompasse. So, wir haben genügend Metall. So, komm jetzt noch. Ein Stück Fleisch und dann ab dafür. 3 Stunden später. Ey, hier sind. So ein Scheißvieh macht hier vor der Base Party. Okay. Das heißt, das ist das sehr schlecht? Nee, der Boden vibriert nur so hart. 6 Stunden später. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Aber ich glaube, Klamotten und so behält man noch bestimmt an, ey. Ja, Klamotten. Ich bin gerade durch Rennen-Level aufgestiegen. Ja, weil ich auch nebenbei Sachen mache. Ach so, stimmt. Ah, das habe ich vergessen. Oh, ey, dieser Dodo. Ich glaube, der ist verbuggt, ey. Was ist das denn für ein Viech? Geht doch nicht. Gott! Nein! Nein! Was ist das für ein Viech? Was ist das für ein Viech? Fuck! Ich greife gerade irgend so ein richtig komisches Viech an. Verpiss dich, Junge. Ich habe gerade so ein Team boostet. Gott. Alter, ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Beschreib's doch mal. Hörner. Geht's so hart aus. Keine Ahnung, ich drehe mich jetzt auch nicht um und guck nach. Das mit K. Was? Wenn du K drückst, dann kriegst du die Third Person. Mhm. Oh, da kommt er schnell weg. Konnte ihn gerade im Wasser so ein bisschen abhängen. Irgendeine komische Scheiße. Oh nein, da kommt er wieder. Oh fuck, Alter. Boah, dieses Pissviech, ey. Hä,
Hä, ich lieg hier ganz komisch und kann mich nicht bewegen und kann mich in der dritten Person angucken. Das ist okay. Na gut. Vierter Tag. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Oh, Home Sweet Home, Alter. Hast du gefunden? Ja, ich könnte gerade heulen, so ein bisschen vor Glück. Ja, Mann, ey, das ist so hart, ne? Alter Verwalter. Wir haben Fleisch im Feuer. Oder ich habe Fleisch reingetan. Wir gehen bitte nie wieder so weit weg. Na, wir werden gleich fast travel und dann... Oh, der Weg zurück wird aber auch kacke dann, ne? Mhm. Hier sind voll viele Dinos und da hinten läuft ein Spieler. Dass man das nicht markieren kann oder so, das ist echt schwierig. Oder vielleicht das kann man das später halt, ne? Ich weiß nicht. Wie sieht das Feuer aus? Na, egal. 10 Fleisch sind gebraten. Oh, ich fasse es nicht, wir haben es geschafft, ey. Ja, Mann. Da war gerade erstmal der Glücksschiss. Oh, hold repair. Warum muss ich was repair? Okay. Warum ist hier was kaputt? Weiß ich nicht, vielleicht ist ein Dino gegengerannt. Hä? Oh, und jetzt schnell Feuer anmachen, Alter, und weiter braten. Ich hab da schon, da sind schon 10 Fleisch für dich drin. Boah, sehr gut. Ich denk doch nix. Dankeschön. Weiß doch, was du willst. Hm. Oh, irgendwas trampelt hier. Ja, das ist der Stego. Der Triceratops. Draußen. Okay. Keine Sorge, ich bin ja da. Okay. Also wir jetzt alles ablegen. Was? Bitte? Super, das ist nicht gemeint. Ah, guck mal. Wir sind einfach ganz klar, oder ziemlich klar Richtung Norden gelaufen. Wenn du nämlich Fast Travel machst und weißt, wo das andere Bett stand, dann siehst du ja jetzt, wo das neue steht. Mhm. Also müssen wir nur Richtung Süden gehen. Okay. Also um hierher zu kommen. Alter, dieses Viech nervt mich so hart an. Töte das mal bitte kurz. Den Triceratops? Klar, kein Ding, ey. Oh, der hat gekackt, ey. Komm hier rein. Bravo. Was machen wir mit dem T-Rex-Ei? Wie lange ist denn das noch haltbar? Hä, ich kann das essen. Ei. Eat it to gain tremendous. Was ist das? Tremendous? Weiß ich nicht. Tremendous Nourishment. Kann man das nicht irgendwie schlüpfen lassen und dann so ein T-Rex aufziehen? Bestimmt. Dafür ist doch bestimmt da, oder? Ja, und wie? Ja, das ist die spannende Frage. Alter, ich habe hier 100 Hide. Voll gut. Thank you. Was ist das denn für ein Dino? Keine Ahnung. War hier nicht irgendwo Flint? Ja. Ich glaube, wir brauchen langsam schon wieder mehr Kisten, ey. Ja, das ist, musst du unbedingt mal machen, ey. Geht sofort los. Erstmal kommt hier jetzt noch wieder Fleisch rein. Die ganze Kohle übrigens, die kann in den Mörser rein. Ich hab 20 Narkobären. Ist total schade, weil man die halten nur noch 2 Minuten. Dann pack die mal schnell bitte in den, ey, in den Mörser. Wer hat aufs Bett gekackt? Ich. Alter, ey. Warte, steht das da nicht, wer es war? Nee, oder doch?
Warte. Du warst das. Drop by Sinlock, Level 14. Pack mal guck deine... Guck ich aufs Bett, Alter. Ist da nur Scheiße, ja, kackst selber ins Bett, ne, und meckerst dann erst noch. Naja, meine Vermutung, es lag ja schon ziemlich nahe, dass du das warst. Das liegt's immer. Pack mal schnell, hast du den Narkobären in den Mörser gepackt? Nee, nicht in den Mörser. In der Kiste. Aus dem Heck. Warte. Danke. Wo ist das jetzt? Da, 20 Stück, ja, sehr gut. Ah, war fleißig. Die ganze Kohle kann hier auch raus. Die kommt hier rein.